Ibn Umar radiallahu anh berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau wurde bestraft, die eine Katze eingesperrt hatte, bis diese starb. Sie kam deswegen in das Feuer. Sie hatte ihr weder zu essen noch zu trinken gegeben. Laufen lassen hatte sie sie auch nicht, sodass sie hätte von den Tierchen der Erde fressen können. Also diese Frau hat weder diese Katze gefüttert, noch hat sie sie laufen lassen, damit sie selbst Fressen findet. Also das ist Ungerechtigkeit gegenüber einem Tier. Dann ist Ungerechtigkeit über Menschen, gegenüber Menschen natürlich umso schlimmer. Und das zeigt, dass der Islam schon früh den Tierschutz bewahrt hat. Das heißt, der Muslim muss darauf achten, dass er keinem Lebewesen etwas Schlechtes antut. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Tiere, zum Beispiel Schafe und Kühe und so weiter, nicht schächten dürfen. Natürlich dürfen wir das. Aber dann auch bitte auf gute Art und Weise. Ja? Die Haltung dieser Tiere soll auch islamkonform sein. Das heißt aber nicht, weil einige stellen dann die Frage, was ist, wenn Tiere nicht gut gehalten werden, wird das Fleisch haram? Nee, das Fleisch ist nicht haram. Der Halter sündigt, ja? Ja, wenn er die Tiere quält, sündigt er. Aber wird das Fleisch deswegen haram? Nee. Dass du sagst, okay, diesen Halter will ich nicht unterstützen, jazakallahu khairan, das ist was Gutes. Aber wird das Fleisch haram? Ist es dann wie totes Tier? Nee. Ja, wenn es geschächtet wurde, die Haltung ist schlecht, okay, das ist im Islam, der Islam unterscheidet immer. Ja. Die eine Sünde hat keine Auswirkung auf eine andere Sache.